Hallo zu einem neuen Video von Tasty Bits. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr einen super leckeren und ja für mich den besten Milchreis ganz einfach selber machen könnt. Milchreis, ja, das Rezept kennt wohl so ziemlich jeder noch aus seinen Kindertagen. Bei uns gab es das häufig mittags mal mit Zimt und Zucker. Und wir schauen uns heute mal an, wie euer Milchreis so richtig schön lecker wird. Ich habe am Ende des Videos auch noch einen Geheimtipp für euch, wie euer Milchreis so eine richtig schöne, lockere, cremige, leichte Textur und Konsistenz bekommt. Wir beginnen zunächst mal mit der Frage, welchen Reis nehmen wir eigentlich für Milchreis? Da liegt es jetzt wahrscheinlich auf der Hand, dass wir da Milchreis nehmen. Es gibt ja von verschiedenen Herstellern gibt es wirklich ausgezeichneten Milchreis. Aber es ist ein Trugschluss, dass Milchreis wirklich nur mit diesem speziellen Rundkornreis funktioniert. Ihr könnt auch fast jede andere Reissorte nehmen, also beispielsweise ein Basmati-Reis oder auch ein Jasminreis. Damit lässt sich Milchreis genauso gut zubereiten. Ich habe meine Zutaten hier schon mal abgemessen. Wir beginnen jetzt mal mit der Zubereitung. Und zwar schnappt ihr euch dazu erstmal einen großen Topf. Für 4 Portionen Milchreis verwende ich 250 Gramm Reis, also in diesem Fall Milchreis, aber ihr könnt wie gesagt auch einen anderen Reis verwenden. Dazu brauche ich eine halbe Vanilleschote, ungefähr die Schale einer halben Zitrone und 1 Liter Milch. Außerdem gebe ich noch für ein bisschen Süße 3 bis 4 Esslöffel Zucker mit dazu und eine kleine Prise Salz. In diesem Topf erhitzt ihr jetzt zunächst mal einen guten Esslöffel Butter. Das kann einfach ein Schlag Butter sein, den haut ihr damit ran und röstet den Reis so ein bisschen an. Das ist schon mein erstes Milchreisgeheimnis, denn durch das Anrösten vom Reis bekommt der so einen richtig schönen, leckeren, aromatischen Geschmack. Wenn der Reis dann in der Butter so ein bisschen angedünstet ist, dann gebe ich auch gerne schon den Zucker mit dazu, karamellisiere den ganz leicht an und gebe unsere Aromaten mit dazu. Ich habe mich hier für eine halbe Vanilleschote entschieden, außerdem für die Schale einer halben Bio-Zitrone. Ihr könnt aber auch jetzt schon mit Zimt würzen oder mit Orangenschale oder mit ganz anderen Gewürzen, Tonkabohne, Kardamom, wo auch immer euch der Sinn nachsteht. Ich halte es hier aber heute mal klassisch mit Vanille und Zitronenschale. Und schließlich gießen wir das Ganze auch schon mit unserer Milch auf. Da könnt ihr jetzt einfach eine normale laktosefreie Milch nehmen, ihr könnt eine normale Vollmilch nehmen, ihr könnt Hafermilch nehmen, ihr könnt Sojamilch nehmen, ihr könnt Kokosmilch nehmen, wo auch immer euch der Sinn nachsteht. Das Milchreisrezept funktioniert, wenn ihr euch ungefähr an das Verhältnis 1 zu 4, also ein Teil Reis, 4 Teile Flüssigkeit haltet. Jetzt kochen wir unseren Reis einmal richtig kräftig auf. Wenn das geschehen ist, dann reduzieren wir den Herd auf die geringste Hitze, setzen den Deckel auf und lassen unseren Reis für 30 Minuten bei geringster Hitze köcheln und vor sich hinziehen. Ja, und nach 30 Minuten hat euer Milchreis dann schon eine richtig schöne Konsistenz bekommen. Ihr seht es hier, der ist schön cremig und locker geworden. Ihr könnt ihn jetzt sofort verspeisen mit einer Konfitüre, mit heißen Kirschen oder einfach ganz klassisch mit Zimt und Zucker. Oder ihr lasst ihn abkühlen und jetzt kommen wir zu meinem Geheimtrick, denn unter den kalten Milchreis könnt ihr jetzt einfach noch ein bisschen ganz leicht angeschlagene Sahne heben. Das gibt nochmal einen richtig schönen, cremigeren, leckeren Geschmack, eine ganz tolle Konsistenz und euer Milchreis wird dadurch einfach super locker und ja, es ist der beste Milchreis, den ich je gegessen habe. Also deshalb habe ich den Titel hier nicht umsonst gewählt. Und lasst mich in den Kommentaren gerne wissen, ob das auch für euch der beste Milchreis ist oder ob ihr noch ein besseres Rezept kennt. Dann bin ich gespannt von euch zu hören. Ich würde mich jetzt riesig freuen, wenn ihr den Kanal von Tasty Bits hier auf YouTube gleich abonniert, diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben gebt und das Video auch gerne mit euren Freunden teilt, über WhatsApp, über Facebook, über Instagram, wie auch immer. Vergesst doch nicht, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr kein neues Video mehr von mir. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachkochen und freue mich auf euch im nächsten Video. Macht's gut, bis dahin, ciao!